Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein brandneues Spiel auf meinem Kanal. Vampire the Masquerade Bloodhunt. Ja, worum geht's hier? Das ist im Prinzip so eine Art Fortnite und wir schauen heute mal rein. Ich habe das, was ich euch jetzt heute mal zeigen will, schon einmal angespielt. Aber passt mal auf. Seit Jahrhunderten sind wir schon unter euch und haben die Maskerade gewahrt. Haben eure Gesellschaft beeinflusst, euer Blut getrunken, florierten in eurer Mitte. Bis jetzt. Unsere Anführer wurden verraten, brutal zunichte gemacht. Nun herrschen Chaos und ein blutiger Krieg der Sekten auf den Straßen Prags. Wir sind verwundbar. Und der fanatischste unserer Feinde steht vor der Tür. Die Instanz. Das Blatt hat sich gewendet. Nun sind die Jäger die Gejagten. Klingt ja schon mal nach mehr. So, wir sind jetzt hier angekommen und ja, das ist das Tutorial. Hier werden wir uns erstmal ein paar Sachen sneaken. Nehmen wir erstmal die mit. Ja. Also das wird auf jeden Fall sehr geil. Ich weiß noch nicht, ob ich das sogar noch im Livestream machen werde. Repetierflinte. So, als erstes soll ich jetzt den hier drücken. Ja, danach soll ich mir mein Schild ausrüsten. Was sieht denn so aus? Oh, Schild aufgerüstet. Und was kommt als nächstes? Soll ich nochmal? Da. Oh, ich liebe diese Techniken. Super. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch mal den hier. Und wir haben noch den hier. Den habt ihr ja schon gesehen. Nur kann man seinen Sprung verlängern und jetzt sollen wir noch eine Runde fighten. Aber was können wir jetzt schon mal dazu sagen? Wir haben hier keine Kreisrunde mehr, Zone, sondern eine variable Zone. Die passt sich den Gegebenheiten an. Das gefällt mir schon. So. Ja, und damit er nicht wieder aufsteht, ne, ich lasse ihn mal kurz. Er steht nämlich gleich wieder auf. Und den irgendwo. Weil die regenerieren, solange wie du sie nicht komplett getötet hast, ne? Hier. Die musst du wirklich komplett erledigen. Anders kriegst du sie nicht erledigt. Also wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, ne? Sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Würde mich freuen. Und ja, ich denke mal, so ein 5-Minuten-Video sollte mal reichen.
Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen und demnächst kommen noch richtige Runden davon. Das soll erstmal nur ein kleiner Einstieg gewesen sein. Ich bin immer raus, wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Ciao.